Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badger Kate. Hase Bobby ist auch wieder mit dabei, ich hoffe ihr auch. Hi! Wenn das nicht anders ist, danke, dass du vorbeischaust. Okay, fürs Vorbeischauen heute gibt es ein Kreisrundengeschenk. Damit seh dich gut. Hoffentlich werde ich das. Nicht so wie gestern, dass ich hier mir zwar gerade ausgesucht habe, dass jemand in zwei Runden kompetieren könnte, aber ich dann, ja, es mir selbst verbaut habe. Aber das macht halt immer noch das Spiel aus, ihr wisst es ja. Nicht jeder Tag ist gleich. Wenn ich jetzt jeden Tag sagen könnte, ich könnte zu 100% einen Kran komplettieren, dann wäre es ja auch irgendwo langweilig, oder? Was meint ihr? Natürlich wie immer durchgucken. Ja, der Kran hier. Eher so ein 4-Runden-Kran, wie immer. Und selbst dann nicht so leicht. Vor allem, wenn man dann versucht, diese Clownskutsche zu greifen. Den könnte ich eventuell komplettieren. Das wäre eine Idee. Natürlich auch hier die Schwierigkeit, dass man erstmal das Metroid hier greifen muss. Und das halt hier, ja, das soll, glaube ich, Melinda sein im Metroid-Anzug, dass sich halt umfällt und dass man dann halt hier so reingreifen muss, um sie zu bekommen. Oder dass wir uns hier ihn greifen. Aber ich glaube, da mache ich lieber den linken. Trotzdem nochmal durchgucken, ihr wisst es ja. Auf jeden Fall wird die Auswahl immer geringer jeden Tag, wenn wir uns mal so angucken und dann immer mal wieder so ein paar komplette Kräne dabei sind. Besonders wenn es sich um Kräne handelt, die man eigentlich auch komplettieren möchte. Genauso wie der hier. Dass man sich sagen könnte, gut, ja, spielt man ihn oder spielt man nicht. Links Rechtsbewegung vielleicht. Oder ihn hier, ja. Da könnte man ihm wieder das N da runterwerfen, aber es ist halt jetzt, ihr seht halt jetzt wieder den Unterschied zwischen Kränen, die man komplettieren will und Kränen, die man einfach komplettieren kann. Genauso wie den hier, der an sich auch nicht so schwer ist. Man muss halt nur, ja, die Marken so lockern, dass man halt am besten hier dann noch so reinkommt am Ende, dass man die trifft, um ihn hier zu lockern. Genauso wie hier eigentlich. Da habe ich sogar schon einen Griff gesehen, das war ein extremer Glücksgriff, wo dann alle Marken gefallen sind, bis auf eine einzige. Also, es ist vieles möglich, aber ja, wie gesagt, meistens auch Glückssache. So, also sind wir wieder am Anfang. Okay, dann gucke ich schon mal genauer durch, was ich spielen möchte. Also, bis gleich. So, Leute, ja, ich möchte diesen Kran hier spielen. Ist vielleicht wieder ein bisschen unvernünftig, weil ich ihn vermutlich nicht komplettieren kann. Aber ich kann den Kran zumindest so weit spielen, dass ich vielleicht sage, gut, ich kümmere mich um den Mega Man. Und deshalb vielleicht auch die ganzen Rockman-Buchstaben runtergefallen sind und dass man halt beim nächsten Mal dann guckt, dass man irgendwie dann an die Marken hier kommt, je nachdem, wie was halt fällt, wie gesagt. Ist natürlich die Frage, ob es Sinn macht, gleich alle Rockman-Marken fallen zu lassen oder ob man vielleicht auch eher sich auf die rechte Seite, beim nächsten Mal auf die linke Seite konzentriert, irgendwie sowas. Aber ja, dann sehe ich das heute wieder als Test. Ich habe einfach Bock auf den Kran, weil man muss immer so dazu sagen, es gibt verschiedene Kranaufbauten und das ist halt auch einer von diesen eigenen. Hier könnte man übrigens vielleicht das N sofort runterwerfen, weil das macht jetzt hier keinen Sinn, wenn ich sowieso spiele. Ja, dann gucken wir mal. Am besten irgendwie so, dass ich hier vielleicht so reingreifen kann, dass dabei dieses dieser Health-Punkt runterfällt. Oder dass ich ihn greife. Und dass wir dann wieder in zweite Runde an Mega Man drankommen. Gucken wir mal. Na, das war nicht ganz so gut, weil jetzt noch viel rumliegt. Ah, Mist. Zwei der Buchstaben sind leider noch da. Könnte man sich natürlich vielleicht auch überlegen, dass ich anstatt Mega Man zu greifen, weil es sowieso, weil es ja eh nicht mehr funktioniert, dass man hier vielleicht den Eddie rauszieht. Ja, der rote Kleine heißt Eddie. Sofern ich ihn auch rausgezogen bekomme. Und dann, dass man dann halt hier das Ganze so weit lockert, dass sich vielleicht mit links und rechts wegen irgendwas machen lässt. Das wäre so die Idee. Müssen wir ausprobieren. Gucken wir mal. Na, nicht zu weit. Na, aber den rauszieht, glaube ich, fast schon nicht. Nee, die sind fest. Ja, hier wäre es, glaube ich, der bessere Gedanke gewesen, wenn ich vielleicht doch eher hier reingedrückt hätte, dass ich ihn nach oben geschoben hätte. Weil, ja, ihr habt selbst gesehen, ich glaube, die drei Marken sind jetzt so weit fest, dass man halt nichts mehr machen kann. Deshalb wieder der Risikogriff gewesen, aber ja. Was will man machen? Auf jeden Fall erstmal zum Training gehen, würde ich mal behaupten. Und am Ende, gut, keine Ahnung, werde ich dann gucken. Vielleicht gucke ich auch, dass ich irgendwie hier so, ja, ist halt so die Sache, ob ich halt den, diese Energieleiste da nach unten schiebe, dass ich halt den E-Tank rausziehe. Aber es wird vermutlich auch selber rauskommen wie mit dem Eddie. Ich guck einfach mal. Hier ist wieder ein Trainingskranspiel. Viel Spaß beim Üben. Ja, Bobby. Den Kran hatte ich ja schon mal komplettiert gehabt. In drei Runden. Wenn es wieder klappt, dann gut. Und zwar so, dass man am besten hier so reingreift, sondern die Marke hier lockert und runterfällt und die Marke hier sich greift. Dann die zweite, die hier, und dann hier den Meta Knight.
Na? Weil man sieht ja auch, dass man halt hier sowieso hängen bleibt bei dem, dass man überhaupt rüberhebt. Okay, gut. Ich hab mal überlegt, ob es vielleicht am Anfang besser gewesen wäre, dass man die zuerst greift, aber gut, er hebt ja diesen Hund da gut rüber. Das ist halt auch das, wenn man halt Kräne längere Zeit, also vor längerem schon mal komplettiert hat und man sich dann überlegt, ja, wie hatte man den damals nochmal genau gespielt und dann tut einem die Erinnerung trügen, wenn es halt wieder ein paar Monate her ist oder vielleicht sogar ein Jahr. Okay, und beim Metanap ist man jetzt genau mittig, kann dann halt wirklich hier genau in die Flügel reingreift. Na? Okay, er hat ihn. Er hat auch so ein bisschen geklemmt, aber okay. Bei der Marke muss man halt wirklich hoffen, dass der, weil die, man sieht ja selbst, die Marke ist größer als der Kran, also als der Greifer sich öffnet. Aber, ja. Gut, ist ja egal, was ich jetzt mache hier, gell, eine Runde. Also zwei Runden, ja gesagt. Dass er halt irgendwie dann noch in diese, ja, in die Lücken rein, also in, unter die Flügel reinrutscht, das wollte ich sagen. Aber an sich nicht unbedingt jetzt der perfekte Kran, um Marken zu sammeln, man sieht es ja leider selbst. Kann ja den Griff noch machen, wenn ich Bock hatte. Ja, genau. Vielleicht schafft man es auch, dass man irgendwie hier die Marke hier so greift, während der Hund noch da liegt, aber selbst dann macht es ja nicht viel Sinn, wenn halt hier unten die Marken nicht gelockert sind. Aber, ja, ich glaube, das ist der perfekte Run. Besser kann man es, glaube ich, nicht machen. Könnt mir gerne schreiben, ob ihr es vielleicht geschafft habt, mehr Marken hier rauszuholen. Zwei Runden, okay. Okay, Bobby, du möchtest, dass ich bei Mega Man noch ein bisschen was verbessere, gell? Ich wünschte nur, dass mit dem Eddie hätte am Anfang geklappt und dann hätte man jetzt noch eine bessere Möglichkeit. Ich muss auf jeden Fall gucken, wie ich die Griffe mache. Vielleicht tue ich mich trotzdem auf den Mega Man konzentrieren. Ich gucke einfach mal. Na, Bobby? Ich weiß, dass du möchtest, dass ich den Kran kompetiere, aber jetzt hat immer die Frage, ob es da wirklich klappt. Go, go, Bobby? So, Leute, ja, ich habe ja noch ein bisschen Rechtsbewegung gemacht, aber es hat sich leider nicht viel getan, außer dass es halt rumwackelt, so ein bisschen, wenn man es halt hier mal ganz kurz vielleicht mal anschauen könnte. Ja, seht ihr, es wackelt leicht, aber man merkt halt schon, dass die drei Marken hier press aneinander liegen. Und ich hatte halt jetzt zwei Überlegungen. Entweder ich greife jetzt hier so rein, dass ich halt vielleicht dieses Energie-Teil nach unten drücke, dass dann sich das Ganze so weit lockert, dass man vielleicht auch die anderen Marken hier runterwirft und eventuell vielleicht gleichzeitig den E-Tank rauszieht. Könnte eventuell sein, aber ich glaube eher nicht, weil es das Ganze hier zusammendrückt. Oder ich gehe halt mit den zwei Runden jetzt hin und tue halt hier jetzt das C greifen und dann den Mega Man. Und dass ich dann beim nächsten Mal das dann irgendwie gucke, dass ich dann halt hier an der Stelle irgendwas mache. Hätte es mit dem Eddie geklappt oder hätte ich vielleicht hier gleich so reingegriffen, dann wäre es was geworden. Aber ja, ist ja leider das Problem, weil normalerweise wäre es ja so, dass die Marke dann schon längst weg wäre und man den Mega Man direkt greifen konnte. Aber da hatte ich ein bisschen Pech, wie die Marken hier oben runtergefallen sind. Ich glaube, ich konzentriere mich einfach auf die Mega Man und ja, dass wir dann zumindest ein bisschen was gemacht haben. Oder zumindest was erreicht haben mit dem Kran hier. Na? Ah, das K ist ein bisschen nach rechts gehupft. Hier ist Mega Man da unten, verdammt. Mega Man! Ja, ist natürlich die Frage, ob ich jetzt, wenn ich jetzt hier so reingreife, auch einen Mega Man gegriffen bekomme, gell? Wäre natürlich jetzt doppelt lustig, wenn man sagen könnte, gut, man würde mit links und rechts Bewegung jetzt so weit arbeiten, dass vielleicht Mega Man hier sich irgendwie reindrückt, aber wisst ihr was, ich mache nochmal kurz links und rechts Bewegung und gucke dann, ob ich den Griff dann ja noch wagen kann. Ich glaube, das verkeilt sich. Aber gucken wir mal. Ach Leute, ja, ihr seht es gerade selbst. Mega Man ist mir jetzt ja nach unten gerutscht. Ich habe ja eigentlich im ersten Moment gedacht, gut, er fällt jetzt da unten durch und dann haben wir zumindest den Mega Man. Aber jetzt hängt er natürlich so schräg da dran, dass man natürlich ja irgendwie gucken muss jetzt, dass man irgendwie das Leben hier nach unten drückt, dass vielleicht das Rad sich noch ein bisschen trefft, zumindest Mega Man runterfällt. Und vielleicht, also sofern das halt auch überhaupt klappt, weil wie gesagt Verkeilung heißt, dass der Greifer mit Kraft da unten nach unten drücken muss, dass dann vielleicht sich hier noch irgendwas lockert. Aber ja. Ist vielleicht sogar besser, dass er jetzt da nach unten liegt, dass man halt hier jetzt die Möglichkeit hat, nach unten zu drücken, anstatt man halt hier so reingreift, weil sich es dann vielleicht gegen den Mega Man an sich gedrückt hat. Aber es ist schon ein sehr interessanter Kran, was das angeht, weil man könnte jetzt zum Beispiel sagen, auf einem Schlag jetzt entweder der Griff klappt überhaupt nicht oder ich bekomme Mega Man. Oder es kommt jetzt drauf an, dass halt vielleicht das Draht sich so weit dreht, dass da halt das Ganze dann trotzdem nach oben gedrückt wird. Aber ich glaube, so stark ist der Greifer am Ende nicht.
Gucken wir mal. Also ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich irgendwie das, ja, das Leben nach unten drücke oder vielleicht hier so reinkomme. Aber ich habe irgendwie Angst, wenn ich jetzt hier versuche, hier knapp reinzukommen, dass ich dann, ja, dass ich dann abrutsche und dann halt er sagt, er unten zu Mega Man geht und nicht tief genug kommt, um ihn zu greifen oder er sagt, weit genug nach unten zu drücken. Ich rede ja zu viel, aber das ist halt immer der Gedanke da. Wenn es halt fällt, dann fällt es halt. Gucken wir einfach mal. Na. Okay, wir haben zumindest Mega Man, aber wie sieht es mit anderen Marken aus, Eddie? Okay, sehr gut, alles klar. Bin ich voll zufrieden. Okay, das war auf jeden Fall, ja, das war die beste Variante, muss ich mal sagen. Den E-Tank kann man sich ja irgendwann mal später holen. Man muss halt nur gucken, dass wenn man versucht, den E-Tank rauszuziehen beim nächsten Mal, dass man halt, dass ich am besten das Ganze nicht so verkeilt. Man muss halt zumindest machen, man kann auch zumindest mal sagen, dass man die linken Marken jetzt ignorieren kann und sich dann nur um die rechte Seite kümmert. Aber da bin ich ja froh, dass ich trotzdem noch 2 extra Runden bekommen habe. Bobby, das hast du doch wieder gewusst, oder? Och ja, Glück im Unglück. Ich war ja dann, habt ihr wieder gesehen, in Stressbewegungen, es war ganz gut, dass Mega Man runtergefallen ist, weil ich glaube, anders hätte der Griff so nicht ausgesehen. Aber ich bin auf jeden Fall froh darüber. Das ist natürlich auch die Frage, dass wenn hier dieses Rad gerade ist, dass das vielleicht hier nach oben gedrückt wird, wenn man halt einmal spielt und dann zum Training geht und wieder zurück, dass sich das dann halt so nach oben drückt, dass sich das Rad direkt lockert. Kann natürlich sein, es gibt ein paar Krähen, die so aufgebaut sind, sieht vielleicht so aus. Aber ich bin, wie gesagt, ich bin froh, dass es gut geklappt hat. Dann, ja. Dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne noch abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badger Kate Training sehen wollt oder auf meinen anderen Let's Plays. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie bei euch das Training abgelaufen ist. Ob es halt anders war als bei mir. Ich meine, viel Unterschied gibt es ja, glaube ich, nicht. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.